Damit herzlich willkommen zu Fallout 4. Ja, Derbe kloppt es wieder im Ödland. Und ich habe mal zwischendurch meine Hütte ein bisschen aufgefrischt, habe sie jetzt ein bisschen zu Ende gebaut. Komm, Mönchen, komm rein. Ja, was ist? Hast du Platz? Lass mich meine Hütte rein. So, ich lass mal kurz die Tür. Also, ich habe hier ein bisschen Licht reingebracht. Hier habe ich mir einen Generator reingestellt, also nichts Großartiges. Ein paar Behälter. Ein Fernseher natürlich. Ich habe da ein bisschen Glotzsamen zwischendurch. Standardmäßig Bett, Behälter. Hier draußen ist das Geschoss. Und hier auch noch Behälter, also nichts viel Großes. Hab erstmal ein Dach drauf gemacht. Das ist erstmal so die erste Hütte, die hier stehen darf. Jetzt kommt der Hund natürlich, wenn jemand mitkommt. Der kommt sowieso durch die Wände. Gut, das alte kennen wir noch hier ein bisschen, die Geschütztürme und das Festungsteil hier, was hier vorne auch noch ist. Aber das wollen wir nicht machen, denn bei uns geht es natürlich weiter in den Missionen. Ich habe gerade noch ein bisschen gelevelt, Hack Level 2 und ich habe ein bisschen mehr Kapazität erhöht, 25 bzw. 25 Stück. Damit ich noch ein bisschen mehr schleppen kann und wir wollen jetzt ein bisschen die Mission uns vertreiben. Wollen wir denn dachten da? Erkundungstrupp suchen, machen erstmal aus dem Feuer. Wir geben uns erstmal zu farmen. Ja, wir machen erstmal die Farm fertig. Das heißt, wir müssen mal gucken, wo wir denn dafür hin müssen. Oh, wir müssen sehr, sehr weit. Ne, wir müssen dahin. Können uns mal eben den Punkt hier schnappen. Zwei Köpfe Wet hier schön. Jo, das kann echt gefährlich werden, anscheinend doch. Aber gucken, wenn wir so sehen. Aber wir haben noch viel, viel, viel vor uns. Wir haben erst. Die erste Folge kam am 6. Ja, zu Nikolaus, genau. Und, wir sind ja schon einiges voraus, also müssen wir mal schauen. So, Hündchen, such. Das ist hier so ein oller Rabe. Mülldeponie. Ja, okay, da haben wir einen Maulwurf. Das ist ein bisschen. Ein Siedler. Weg. Geh weg. So, einer müsste noch irgendwo sein. Verdammt, wo bist du hin? Da oben ist noch was, da sind noch zwei. Hallo Herr Siedler, wollen Sie mit uns sprechen? Ja? Tollwütiger. Du oder ich? Oder du? Ja? Hier sind aber Was? einige. Was war das? So, mein Freund. Ihn wollen wir nicht töten. Ich glaube, wir sollten mal hier reingehen. So, ich glaube ja mal. Oh mein Gott, die Jungs sind aber zäh hier drinnen. Ja, hole ab. Ja, wird doch Zeit, ein bisschen Loot. Haben wir hier noch? Maulwurfsfleisch, hier können wir auf jeden Fall durchgehen. Hat sich das schon mal gelohnt, die Mülldeponie zu durchsuchen. Immerhin das.
gucken, ob wir mit dem Herrn quatschen können. Hallo. Danke für die Hilfe. Kein Problem. Habe ich doch gerne gemacht für dich. Kommen wir hier rein. Hier ist nichts mehr, aber da sehe ich doch was. Medic, Medic, Medic. Erkennungsmarken, Plastikschale, nee. Momentan brauche ich Kupfer und Kleber wieder. Na, da muss ich mal gucken, dass ich das auf jeden Fall noch nebenbei zusammenkriege. Das soll das mir jetzt ansuchen, damit ich noch ein bisschen was bauen kann. Holz und Stahl haben wir noch ein bisschen übrig. Keramik fehlt, glaube ich, auch noch. Wader. Der jetzt dann nicht überlebt. Ja. Der dann auch nicht. Ich werde dann nochmal crouchen. Achso. Schrotflintenmunition nehmen wir auf jeden Fall mit Wellhaus, dann brauchen wir nicht. Keine Ahnung, was das Gurtzeug die ganze Zeit bringt, warum die das Zeug immer so viel mit haben. Munition, Krokorken. Nee. Lederkombi habe ich. Da oben ist erstmal ein Dorf. Können wir auch erstmal erkunden. Wir werden auf jeden Fall viel erkunden in der ganzen Zeit. Ich hoffe mal, dass wir noch einige schöne Plätze finden werden. Schade, dass wir die Kofferräume nicht aufräumen können. Tag. Was haben wir hier? Ja, nehmen wir mal mit. Schlafen will ich auf jeden Fall hier nicht. Wenn ich weiß, was passiert, wenn wir hier schlafen außerhalb. Nur eine Hütte. Okay, ist ein bisschen mager. Oh, ein Boost. Meist haben wir was in dem Bussen drin, teilweise so Kisten oder so, oder irgendwie Reisegepäck. Da, Reisegepäck. Haarklammer, eleganter Hut, nö. Aber die Haarklammer ist schon ganz nice gewesen. So, und wir gehen wieder. Der Bus hat leider einen Unfall gehabt. Davon ist ein Medical Center anscheinend. Wir hoffen, dass uns nicht allzu viel erwartet hier. Muss ich schon ab und zu mal ein bisschen umschauen. Wilde Karottenblume. Schade, dass man das nicht. Ich weiß gar nicht, kann man die anpflanzen eventuell? Muss ich mal nachher gucken. Weil das wäre natürlich auch gerade so ein riesen Blumenbeet, wo man halt sich das Zeug zusammenbauen kann. Da. Let's go. Nee. Alter. Die ist so schlecht ein bisschen geworden. Aua. Oh, nee, nee. Wo kommt der denn her? Aua! Wo kommt der Roboterwächter auf einmal her? Halleluja! Das ist natürlich nett, würde ich sagen, dass wir so gleich so einen starken Gegner vor uns haben. Besonders da unsere Rüstung noch nicht so stark ist. Ich weiß gar nicht, ob ich eigentlich mit dem Suit rumlaufen sollte oder nicht. Das ist die Frage. Wir können von hier aus den Suit mitnehmen, ne? Er ist, glaube ich, auch voll beladen, aber nicht repariert. Ich weiß gar nicht, wie ich den reparieren kann. Ich benutze den eigentlich nie. Er ist schon nett, aber benutzen weiß ich auch nicht. Wir benutzen ihn einfach mal.
ob sie das Ding irgendwie reparieren können. Weil was fehlt mir? Der linke Arm fehlt mir. Zeug fehlt mir alles. Können erst noch einer. Ja, wer repariert mir das? Ja, vielleicht hält das Ding ein bisschen mehr aus. Ich hätte ja einen neuen Fusionskern reingepackt. Aber das hält auch nicht immer so lange, wie man möchte. Aber wir reisen mal. Und zwar. Da müssen wir hin und da ist die Radiostation. Kommen wir denn da hin? Nee. Aber wir kommen. Wir können dahin reisen. Das heißt, wir können über das Ding an die Radiostation und von da nach zur Finnish Farm oder Winnich Farm dahin reisen. Uns fehlen noch ein paar an Leutchen. Aber es kommt alles noch. Wir sind, wie gesagt, im frühen Stadion. So. Aber mit Bauersuit kommen wir ein bisschen besser voran. Wie gesagt, nutze ich selten, weil ich es eigentlich nicht brauche. Weil ich eigentlich sowas gern selbst erledigen möchte. Und ich auch immer meine Power-Ausrüstung irgendwo hinstellen muss. Was haben wir denn hier für ein schickes Häuschen? Scheint, ne, ist offen. Hi. An mir kommt nichts vorbei, Sir. Ach, Minutemänner. Kaffeedose. Zuckerbomben. Stange Zigaretten brauche ich nicht. Aber Medizin, Insta-Pyrie. Ja, komm, ich nehme die Zuckerbomben noch mit. Das ist oben noch. Hier sitzt der Schütze. Das Impro-Gewehr. Was ist das hier, ne? Ne, das ist Laser. Ah, das ist Lasergewehr, okay. Ich muss da runter. Mass Keys in Sand. Blähfliegen. Ob die überhaupt unten angezeigt werden, ne? Oh, das ging ja noch, ne? Das war ja nichts Weltbewegendes. Die Stimpacks habe ich ja noch 10 Stück, okay. Wir gehen jetzt erstmal zu unserem Missionsziel, nicht, dass schon wieder alles Skorpione irgendwie auftaucht. Da ist Wasser. Dort hilft meist im Wasser oder in Wassernähe ist auch immer viel los. Es geht noch mit der Bestrahlung. Den können wir auch nicht aktivieren. Ne. Da ist unser Hund. Ist er jetzt außenrum gelaufen oder? Wilde Mutterbeere.
vorne ist wieder Dörfchen. Da ist noch links auch ein Häuschen. Das heißt, hier haben wir vielleicht eine kleine Stadt erwischt. Hier ist nichts, können wir da. Da können wir auch nichts machen. Ja, ich will eigentlich viel erkunden. Dafür bietet uns das Fallout schön das Ödl an der Grund. Können die Raben eigentlich abschließen? Jo, kann man. Ich hätte es nicht gedacht, aber. Ist doch möglich. Okay, das schöne Gebäude können wir leider nicht looten. Aber wo müssen wir denn hin? Da müssen wir weiterhin. Dann machen wir das mal. Also noch, das ist ein Häuschen. Vielleicht treffen wir ein paar Waders. Wader. Da ist irgendwas im Wasser gewesen. Oder, ah ne, da ist nur ein Reifen reingeploppt. Blutkäfer. Geh weg. Perfekten Boothaus. Nein, so eine schöne Kuh ist wieder getötet worden. Hier ist immer noch ein Blutkäfer. Steiß, Stinkkäfer. Und irgendwas dabei? Blutkäferrüssel. Weg. Denn. Die Dinger keinen Schaden aufnehmen. Nagels Notiz. Dicker Sportkleidung. Sonst ist sie echt auch vorgekriegt. Das können wir mitnehmen. Ein bisschen weiter unten. Ja. Wie schön. Melina, nimm mal mit. Oh, komprimiert und mächtig. Nehmen wir mit. Und ein taktisch schwerer Impro-Revolver. Okay, können wir auch mitnehmen. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Können wir den? Geschlossen. Shit. Sie hat auch nichts dabei. Schade. Schlafsack, ne, da können wir jetzt noch schlafen. Waffen. Wie habe ich ja markiert? Ja. Ach shit. Und das andere, der Revolver. Das ist auch nicht schlecht. Könnte ich mal da einpacken. Ja. Oh, die ist ein bisschen besser, finde ich. Die passt ein bisschen besser dazu. Psycho. Oh, nehmen wir ein paar Sachen mit hier. Kann ich denn? Ich hätte gedacht, ich kann jetzt hier schön ausrüsten. Gaffigun. Hier oben in den Wäldern ist auch nichts drin. Doppelschip, sie halten ja Ewigkeiten, danke Hund. Vielleicht noch was in der Bootshütte? Oh, ich kann bauen.
Jawoll. Ne, unten nicht. Das heißt, irgendwo hier oben. Weiter rein. Ja. Ja. Jobhund. Kommen wir anders auch noch hin. Weil das war, glaube ich, eine. Ist das eine Falle? Dachte. So, Stein zugefügt, Glas ist abdickt. Kommen wir mit beschleunigt Rattengift? Nehmen wir mit. Superkleber, vergoldetes Sturmfeuerzeug. Kann man fast eigentlich immer gebrauchen. War da noch was in der Kiste drin? Ne, die Kiste war leer. Wir haben eine Kampf. Kampfschrotflinte. Kampfflinte bekommen. Die könnte auch ganz gut sein. Ich glaube, die ist auch besser als die normale. Was so eine Kampfschrotflinte ist. Die hatte ich nur zwei Schuss dann, die hat noch schon ein paar mehr. Hirnpilze. Hirnpilze. Nehmen wir mit. Geil. Nächsten Ort entdeckt. Aua. Oh, ich hasse es, dass die Minen immer auf dem Boden liegen. Kommen wir auf jeden Fall nicht lang. Jetzt müssen wir mal ein bisschen auf dem Boden. Ach, vielleicht finden wir irgendwo noch so eine Splittermine. Brauche ich auch für später alles noch. Splitterminen sind immer eigentlich ganz gut. Ja, wenn ich jetzt solche Gebiete habe, werde ich mal immer ein bisschen drumherum alles zu zerstören und unsere Hauptbase ein bisschen aufbessern. Und zwar Zwischenposten. Mal gucken, was der Ganze so sagt. Okay. Da ist unser Weggefährte. Wir können hier durch. Hier haben wir auch noch schön. Ich glaube, diese Jungs sind Level 16er. Ne, 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 da wollte ich eigentlich nicht lang. Kann ich vorher speichern? Drei Stück. Sowas habe ich mir fast schon gedacht. Touchdown. Ich denke mal, dass ich seine Kugel getroffen habe. Auf das wollte ich hinaus, aber dass ich die so schnell treffe, wusste ich auch nicht. Okay, da kommen wir nicht so hart vorbei. Die sind ein bisschen stärker. Das heißt, wir müssen uns versuchen, ein bisschen drumherum zu schleichen. Käfer. Okay, da knallt es hinten auch, aber wir wollen uns eigentlich nicht mit den noch nicht anlegen. Also, ich glaube, wenn ich die Hütte ein bisschen ausgebaut habe, dann kann ich die vielleicht zur Hütte lücken. Und das war eine kleine Explosion. Fusionskern entfernt. Ah, okay, wir haben noch den. Stimmt, wir haben den einen ja voll gemacht. Oh. Sieht aus wie ein neues Gerüst. Ist hier vielleicht eine Werkbank? Wenn hier eine Werkbank ist, dann ist hier auch schnell möglich. Nur ein Notsignal. Ja, ein Notsignal.
wenn das, das jetzt. Oh mein Gott. Das ist schon mal erledigt worden. Müssen aufpassen, das Auto ist gleich in Brand. Superkleber. Stefan-Sicherung. Muss erst das Geschütz auskriegen. Bevor ich dahin kann. Und das. Ich will das so Notsignal auf jeden Fall haben. Nachladen. Nice. Jagdgewehr nehmen wir mit. Thermal Grafikkarte. Okay, das Ding ist mit 1% wieder. Den Hund, den bringe ich irgendwann noch um. Das weiß ich jetzt schon. Na, wo ist der kleine Fettsack hier? Oh, das ist keine Supermutantenfestung, oder? Warum kein Kübelkopf hier? Ihm würden die Beine abreißen. Kein Kampf. Das Geräusch da, was das sein? Dafür bezahlen. So. Blöde Geräusche. Den ersten haben wir, der zweite muss auch irgendwo hier sein, aber irgendwo war noch eine komische, shittige Splittermine. Wenn der Junge sich nicht so bewegen würde, ne? Was war das? Wohl nichts gewesen. Da ist keiner. Das ist ein Supermutant. Da draußen ist irgendwo. Habe Leckerli für dich. Wir spielen, kleiner Mensch. Oder das sitzend. Sind
der Hund natürlich wieder erwischt hat. Der ist wie, ich weiß nicht, warum der Hund immer so da rein böllert. Ihrer. Er hat die fette Tülle hier eingeladen. Ich nicht. Er scheint jetzt hier drin zu sein, oder? Da komme ich so nicht drauf. Oh. Jetzt du mich haben echt wütend gemacht. Habe ich das? Dich habe ich auch schon mal erledigt. Aber wir brauchen eine Power-Rüstungsstation, okay. Alter. Ein paar Kopf. Wow. Fange ich definitiv nicht, mein Freund. Wow. Alter, ist hier schlecht? Ist mit der Antwort nein. Ich will ein super Hammer sein. Hallo, alter Schwede. Du bist ja auch 10 Milliarden Level über mir. Oh, endlich, ey. Therme und. Was neins? Mal gucken, was der hier hatte. Ah, der hatte einen Superhammer und Raketenwerfer. Okay. Boah, Halleluja, der war schon brutal, der Junge. Schauen wir erstmal. Na, Planke können wir mitnehmen. Die sind hier nicht schlecht ausgerüstet, möchte ich sagen. Ich glaube, die haben auch viel Lee, aber ich brauche eine Power-Ausrüstung. Also eine Power-Ding-Raider-Ausrüstung, Harnisch.
Bei uns den Pack. Lederklamotten. Klebeband nehme ich mit Haarklammer nicht auf jeden Fall mit. Ach, come on. Ich glaube nicht, dass ich das Schloss knacken kann. Dreh dich, Junge. Was wird denn gerade auf mich geworfen? Da hinten ist ein Supermutant. Gehärtete Impopis. Oh, die kann man mitnehmen. Oh, ein bisschen Mais. Die haben sich aber super durchgebunkert hier mit dem Twack hier noch. Auch schon mal weniger Patronen nehme ich auf jeden Fall mit. Und was haben wir noch? Patronen, Peter Pistole, Brille mit Maß. Da brauchen wir alles nicht. Bowlingkugel, Melonen. Oh. So. Vorkriegsgeld. Der hat da unten runter gemacht. Wollte sie verstecken? Den Weckler können wir bestimmt gut zerstören. Hammerholeband. Schutzgeräte. Oh, eine Quattro. Ofenhandschuhe. Ich nehme wieder ein bisschen Quatsch mit. Ich habe auch nicht mehr so viel Munition und mein Ding geht auch langsam. Was mit dir? Psst. Wie geht's dir, Kumpel? Hm? Wir gehen gleich hier auch weiter. Da würde ich mich noch ein bisschen gerne hier umsehen. Die Wand auf jeden Fall. Kettenklinge. Ölkanister, Radio aus. Fleischsack. Boah, ist das ekelhaft. Vergesst immer die Tasten anders und Play, Fliegendrüse, was die Tasten immer anders sind. Benzinkanister. Könnte man noch gebrauchen, aber also ich kann das doch auf jeden Fall nicht einnehmen. Ist da noch ein Holoband? Ne, das war jetzt nur der Schatten von dem Ding. Also das Haus haben wir durch, das Haus haben wir durch, das ist kaputt, das haben wir, also haben wir alle durch. Also so ein richtiges Waffenlager haben die jetzt nicht. Ich dachte so, da ich ein bisschen viel verschossen habe, dass ich vielleicht was wieder bekomme. Aber scheint nicht so die Ware zu sein. Okay, die nehme ich auf jeden Fall noch mit. Keine Pistolen mehr dafür. Nee. Mit dem Hund jetzt gewesen. Hä? Das, keine Ahnung, was mit dem jetzt hier war. Ich glaube weiter zu unserem Missionsziel. Das ist immer da hinten. Wir haben jetzt
Ich glaube, 14 Minuten einfach nur rumgetrödelt, um einfach an dieses Missionsziel zu kommen, aber. Oh, das Notsignal habe ich noch gar nicht gesucht. Das muss ich auch noch machen. Jetzt machen wir erstmal die Farm da vorne. Sind da vorne Kühe? Ja, das sind die Bramham-Kühe, ne? Braham. Braham-Kühe. Ja. Braham. Ibrahim. Oder Brahmim. Guck, guck. Ist jemand da? Wie man auskommt, ob wir stärker wird oder nicht. Wo muss ich denn wohl damit hin? Gehen wir kurz hier hin. Jetzt hier stärker oder schwächer? Jetzt haben wir gerade 12%. 3%. Das heißt, es wird in die Richtung stärker. Richtig? Was sind das denn für komische Viecher? Oh, die sind auch mal ein bisschen schwach, ne? Alles klar. Okay, man muss an ihren... Alles klar, ciao Kakao! Sicher! Oh, sicher. Oh lol. Ding war legendär. Da legendär. Alter. Schön da kleben. Wie ist mutiert? Weg. Sterbe. Oh lol, ich hätte ihn ja fast platt machen können, aber warum mutiert er denn auf einmal? Hammer! Oh, die Rüstung habe ich auch noch, aber da fehlen mir auch schon 4 Teile. Ich habe jetzt nur Brust und Kopf, ne? Ja. Alter Schwede! Warum finde ich eigentlich immer so Brecherdinger am Anfang? Ich will einfach nur gemütlich zu dieser Farm hin. Schon wieder hier. Oh, nee. Jetzt gehe ich außen rum. Boah, ätzend.
Jungs, bleibt man schön da. Dort war ein Selbstmörder. Wo sollen sich da hinten mit den Jungs anlegen? Wir waren ja auf jeden Fall fast schon in der Nähe von dem Ziel. So ist es ja nicht. Die haben halt nur einen kleinen Umweg genommen. Der uns dann halt das Leben gekostet hat. Dass das Ding sich nochmal mutiert, war natürlich hart. Und meine ganze Munition ist natürlich auf die ganzen Eierköpfe draufgegangen. Besonders mit der Schrotflinte. Jetzt hat man ein Stück vor sich. Dem Hund muss ich auch mal aufpassen, er stirbt. Ich weiß gar nicht, ob der sterben kann. Weil der Skorpion hat natürlich hat extrem viel Schaden gemacht. Ich auch nicht weiß, wie stark meine Belastung derzeitig ist. Steht ja auch leider nirgendwo. Wir gehen jetzt zu Waterhead da drauf. Auf jeden Fall wissen wir, dass wir rechts noch ein Lager haben. Und da oben echt nervige Monster sind. Also ich müsste eigentlich mal so ein bisschen leveln. Oder ein bisschen Ausrüstung stärker werden. Oder unsere Bauausrüstung mal beziehungsweise wieder reparieren. Fusionskerne brauche ich auch. Da ist ein Sumpf. Da gehe ich nicht durch. Diese komischen Dinger, die da aus dem Boden rausgeschossen kamen, die waren natürlich auch eine Überraschung für mich. Tauchen auch nicht mal überall auf. Teil sowieso quer durchs Ödland zu laufen, ist sowieso tödlich. Auch drei. Aber ich will ja auch in mein Ziel kommen. Wenn man die Straßen lang gehen kann, ja fast jeder. Ich glaube, das sollten wir mal lieber tun. Kinders. Alter. Nervig. Weg. Komm her, mein Freund. Bleib bei mir. Du bleibst schön bei mir. Kann nichts passieren. Mit der Kampfschrotflinte verbraucht man echt viel Munition. Das bleibt nicht aus. Ich hab doch noch bestimmt irgendwas anderes. Ein Kampfgewehr oder so. Gab's auch noch. Impulsgranate. Gewehr. Ich nehme vielleicht mal das erstmal. Okay, wir sind eigentlich mal in der Farm angekommen, wo wir eigentlich hin wollten. Oder zumindest ist sie da unten. Schon in erreichbarer Nähe. Wenn ich die Summen schon höre, habe ich schon fast keine Lust. Das Haus ist nicht, das Auto ist natürlich auch da über dem Haus. So, wir treten natürlich ohne Waffe an. Hallo. Hi. Hey, du. Tut mir leid, ich dachte, du wärst einer dieser wahnsinnigen Geschmiedeten, aber du hast die Verbrennungen nicht.
Eine Gruppe von ihnen hat die alte Eisenhütte eingenommen und sie schießen auf jeden, der sie nur ansieht. Okay. Wer sind die Geschmiedeten? Ein Haufen aufgeblasener Räder, besessen von Feuer und Metall. Mein ungeratener Sohn Jake hat sich des Nachts zu ihnen geschlichen. Er hat das Schwert meines Opas mitgenommen. Das war fast so etwas wie ein Erbstück. Wenn du wirklich bei den Minutemen bist und helfen willst, würde es mir viel bedeuten, wenn du das Schwert zurückbringst. Was ist mit deinem Sohn, Jake? Ist dir egal, was mit ihm geschieht? Ich habe keine Raider großgezogen. Also für mich ist er gestorben. Ich werde es finden. Du tust mir einen großen Gefallen und ich werde mich erkenntlich zeigen. Okay. Haben wir sonst hier noch jemand zum Quatschen da? Hallo. Ich habe gehört, wie du mit Dad geredet hast. Mom glaubt, dass sie das Zerwürfnis zwischen ihm und Jake beilegen kann, aber ich weiß nicht. Was ist denn zwischen den beiden passiert? Sie haben sich seit Jahren gestritten. Aber beim letzten Mal war es wohl zu viel. Die Geschmiedeten haben sich in der alten Eisenhütte niedergelassen und Leute rekrutiert. Erst war alles gut, dann fingen die Überfälle an. Jake plante, sich ihnen anzuschließen. Er wollte uns Vorräte schicken, damit Dad und Mom nicht so hart arbeiten müssen. Du kannst dir sicher vorstellen, wie gut das bei meinem Dad ankam. Tut mir leid. Nicht gut. Ich weiß, das ist nicht dein Problem. Ich bin hier, wenn du handeln möchtest. Ich kann euch auch beklauen. Wenn du das möchtest. Sieht aus wie Tauben. Oh, das sind bestimmt die Mom. Hey, hallo, Hühnchen. Ich hab dich mit Abraham reden hören. Hat er unseren Sohn überhaupt erwähnt? Du meinst Jake? Ja, mein jüngster Jake. Ich sollte ihn nicht mehr Junge nennen. Das ist wahrscheinlich Teil des Problems. Die beiden haben sich wieder gestritten. Und Jake muss dann zu dieser Eisenhütte gegangen sein, wie er es schon angedroht hatte. Sag Abraham nichts, aber wenn du meinen Jungen findest, bring ihn nach Hause. Die beiden kriegen was zu hören. Dann versuche ich mal mein Bestes Gutste. Zur Eisenhütte, das heißt, da vorne eventuell. Karte. Das kommt ganz gut hin. Ah, ich hab sogar optional. Soll ich optional? Ja. Ja. Pumpen wir uns ein bisschen auf. Und wie sie sagen, ab zur Eisenhütte. Aber ich sehe gerade, bevor wir die Eisenhütte oder uns auf den Weg zur Eisenhütte machen, werde ich einen kurzen Cut machen. Wir hatten viele Turbulenzen unterwegs, bis wir dann nach knapp 50 Minuten jetzt endlich an der Hütte angekommen sind. Gut. Würde aber sagen, ich mache einen kurzen Cut und wir sehen uns gleich sofort wieder.